Dialekt, ich bin von ein bisschen weiter weg. Wie ich immer gern sage, das tiefste Bayern, Aschaffenburg, Ascheberg. Und ich habe heute gesagt, da unten, wo ich hinfahre, und dann war eine Ehrfurcht. Als ich gesagt habe, ich fahre nach Stuttgart. Was? Du fährst nach Stuttgart, da wären wir auch gern dabei. Ich habe mir lange überlegt, wie machst du es, wie fährst du hierher? Ich wollte erst mit dem Auto kommen, aber ich war vorletzte Woche schon mal da, kam von Augsburg, musste dann durch die Stadt und hoch zum Theaterhaus. Und da habe ich mir gedacht, nee, eine Stunde reingestaut, eine Stunde rausgestaut. Da habe ich mir gedacht, das verstehen die hier unter Infrastruktur. Keine vernünftige Ampelschaltung hinkriegen, aber einen Bahnhof die verlegen wollen. Das ist großartig. Bin dann heute doch mit dem Zug gekommen, obwohl ich gar nicht weiß, wenn man mit dem Zug fährt, wofür geben sie das Geld wieder aus, was du bezahlt hast? Weil ich, hat vor 14 Tagen, es war toll, weil ja alle so sagen, die Bahn, die Bahn. Ich muss nach Hannover und dann wäre so ein zweigeteilter ICE gewesen. Der kam dann aber schon nur halbiert an. Wegen einer technischen Betriebsstörung. Ich habe Ticket gehabt für 80 Euro nach Hannover, saß dann auf diesem Nadelfilz. Weil die den Leuten vom zweiten Zugteil nie gesagt haben, ihr kriegt einen Ersatzzug, sondern ihr müsst in den ersten umsteigen. Habe ich gesagt, so muss es dann sein in der Politik. Deshalb scheuen auch alle so die Neuwahlen oder was ansteht. Wenn alle in eins zusammen gefercht werden, das kennt man aus der Landwirtschaft, wenn der Trog kleiner wird, aber die Zahl der Schweine bleibt gleich, dann wird es gefährlich. Und dann saßen alle auf Koffern in der ersten Klasse, Hartschalenkoffer. Und dann kam Schaffnerin, darf man ja nicht mehr sagen, die Zugchefin. Und wollte mein Ticket. Dann habe ich gesagt, ich gebe Ihnen mein Ticket nur, wenn Sie mir jetzt schriftlich bestätigen, dass ich für 80 Euro bis Hannover auf diesem Boden, ich habe mich gefühlt wie in Indien, sitzen muss. Und da kam kurz Diskussion, warum? Ich sage, ich hole mir das Geld wieder zurück. Und dann hat sie abgewunken und ist weitergegangen. Und da habe ich gesagt, guck, Widerstand im Kleinen kann auch erfolgreich sein. Und dann... Dann habe ich ihr noch nachgerufen und gesagt, wahrscheinlich braucht ihr das Geld, um den blöden Bahnhof tiefer zu legen. Da war Stimmung im ICE. Das hat... Der hat geschwankt. Und ich sage, es war für uns ja alle, war ja die Initialzündung dann der 30. September, der schwarze Donnerstag. Und da haben viele gedacht, so hat Fasnacht wie bei den Alemannen, der schmutzige Dunstig. Na, aber... Ich habe gesagt, für uns Kabarettisten ist das toll. Wir können unsere alten Texte von Wackersdorf wieder rausholen. Von der Stadtbahn West. Das ist großartig. Nur die Parolen haben sich ein bisschen geändert, dank eures Innenministers. Früher haben wir immer gesagt, Schwerter zu Pflugscharen. Jetzt habe ich gelernt, hier heißt es Kastanien zu Pflasterstein. Das ist ganz gut. Gut, bei Stuttgart 21, da haben viele, also auch die SPD, war ja schön zu beobachten. Mittlerweile, wenn die SPD Stuttgart 21 hört, sagt sie nur, wenn wir doch mal wieder so viel Prozente hätte in der Umfrage, da ging es uns besser. Aber jetzt haben sie ja ihre Linie gefunden, ein klares Ja zum Nein bei einem entschiedenen, sowohl bei einem... Bei einem Entschiedenen sowohl als auch. Und zwar ohne Wenn und Aber. Nein, es ist so schön. Es ist auch so schön, wie unsere Kanzlerin dieses scheinheilige Oststeck auf einmal. Auf einmal dieses Thema für sich entdeckt hat. Und gesagt hat, denn einmal gefällte Entscheidungen wieder in Frage gestellt werden, das gefährdet die Demokratie. Habe ich gesagt, du Nuss, beim Atomausstieg war es in 10 Minuten vom Tisch, na, ohne große Probleme. Was haben sie? Jawohl? Was haben Sie gejubelt?
Was haben Sie gejubelt? Beim Deutschlandtag der Jungen Union, als die ganzen Missfelder Geburten geklatscht haben, als sie gesagt hat, ein klares Bekenntnis zu Stuttgart 21, weil sie gemeint hat, mit Stuttgart 21 entscheidet sich auch die Zukunft unseres Landes. Da habe ich gesagt, hä? Ich bin morgens in Aschaffenburg in Aschaffenburg, ich bin aufgewacht. Ich habe gesagt, was passiert jetzt, wenn der Bahnhof nicht tiefer gelegt wird? Zieht der Main sich in sein Bett zurück und verschwindet? Können die Menschen in Oldenburg, in Greifswald noch ruhig schlafen, weil sie denken, wenn der Bahnhof nicht gebaut wird, dann kriegen wir morgen keine Brötchen mehr beim Bäcker. Na, aber mit ihrem Rückhalt. Aber mit ihrem Rückhalt zu Stuttgart, da hat sie ja euer Mappus, der muss ja als Baby eine schwere Delle in der Fontanelle gehabt haben. Ja, dem hat sie ja den Freibrief erteilt. Der hat sich schon gefühlt wie 007 vor den Wasserwerfern mit der Lizenz zum Töten. Da hat ihn sein Bluthund Dirk Metz, den kenne ich noch, der war bis August, hat er die Zähne gefletscht in Hessen für Roland Koch, den Todesscheitel aus Eschborn. Und dann jetzt zeigen wir es mal den Baden-Württembergern, da werden wir mal hier, da lassen wir ein paar Wasserwerfer auffahren und dann ist Ruhe. Und dann kamen die an, die alten Feindbilddemonstrantenbilder vor Augen. Parker, lange Bärte, Filzhaare. Und dann haben wir Wasser und Druff, also berieselt, wie Mappus ja gesagt hat. Die CDU hat es gleich gesehen. Als Beweis für ihren Sparwillen, weil sie die alten Reizgasbestände von Wackersdorf noch am aufbrauchen können. Mit Stuttgarter Polizisten hätten die es gar nicht machen können. Da hätte der Kommandant vom Wasserwerfer nur gesagt, nein, das darf ich nicht machen, in der zweiten Reihe steht die Tante Hildegard. Die geht. Die lädt mich nimmer. Bin schon fertig. Die lädt mich nimmer auf einen Trolling ein. Nein, dieses. Ja? Am schönsten. Am schönsten fand ich im Vorfeld, wie die Gewalt herbeigeschrieben werden sollte von der Bild-Zeitung, die gesagt hat, unterwandern subversive Elemente die friedlichen Demonstrationen. Das einzige an Subversivität, wo ich mir gesagt habe, Stuttgart, Baden-Württemberg, Schwaben, das höchste Maß an Subversivität, das man sich da vorstellen kann, ist, wenn einer mal die Kehrwoche schwänzt, aber mehr auch nicht. Ja, und dann, wo sagt, ja, da wurden Kinder. Kurdenkinder wurden instrumentalisiert, in die erste Reihe gestellt. Haben gesagt, sind wir jetzt im Gazastreifen oder demonstrieren wir hier gegen den Bahnhof? Die ganzen tollen Bahnchef Grube, der gemeint hat, es gibt kein Recht auf Widerstand. Heißt er, was willst denn du, Depp, jetzt? Wir haben dich schon doppelt bezahlt über Fahrkarten und Steuern. Als da ab in die Grube und Ruhe ist, dann kam letzte Woche was ganz toll. Der Innenminister de Maizière, wir haben ja vor einem Jahr die Kabinettbildung gehabt von Schwarz-Gelb. Wobei in dem Zusammenhang von Bildung zu reden, ist ja auch schon wieder Blasphemie. Das war er. Das war eher so eine Art Mischung aus Hütchenspiel und Reise nach Jerusalem. Alle sind rumgelaufen und oh, Platz, kein Stuhl da, macht nichts, wirst Innenminister. Als der gemeint hat, wenn begüterte Eltern mit Krankschreibungen dafür sorgen, dass ihre 13-jährigen Kinder zum Bahnhof können, dann ist das ein Missbrauch des Demonstrationsrechts. Das hat Stefanie zu Guttenberg, hat nur verstanden, Missbrauch, 13-Jährige, wollt schon eine neue Sendung machen. Missbrauch, Grundrecht, was weiß ich. Und am schönsten natürlich unser Außenminister Guido Westerwelle. Der angesichts dieser Bilder nur gesagt hat, solche Proteste
dürfen nicht zu einer Gefälligkeitsdemokratie führen. Das war für mich der Witz des Jahres. Wenn der wandelnde Geschenkkorb Westerwelle, wenn die Puffmutter der Wirtschaftsnutten, herkommt und von einer Gefälligkeitsdemokratie warnt. Jetzt, wo wir wissen, wir müssen alle mehr rauchen, damit wir die nicht erhobene Ökosteuer für die Großindustrie irgendwo ein bisschen wieder reinholen können. Und ich habe mich heute, bin ja heute dann doch mit dem Zug gekommen, mit einem EC. Und der fuhr über, also weiter dann Richtung Klagenfurt und Villach, also schon ein bisschen die europäische Magistrale, wie sie es immer so schön nennen. Der Zug war leer. Da ist keine Sau. Ich weiß ja nicht, wie viele Fahrkarten von Stuttgart nach Bratislava. Ich glaube, es waren insgesamt 3 in den letzten Jahren. Davon 2 Rentnerinnen, die es irgendwie falsch verstanden hatten. Und dann sagen sie alle, ja. Und dann kommt immer, als leuchtendes Beispiel China, die es in 4 Jahren ohne Planfeststellungsverfahren geschafft haben, eine 1100 Kilometer Trasse nach Tibet zu bauen, weil der Chinese möglichst viele da hochkarren will, um den Dalai Lamaisten den Gar auszumachen. Da sage ich mir nur, was für ein Interesse sollte der Pariser dran haben, möglichst viele Stuttgart nach Bratislava umzusiedeln. Hab neulich mit dem Chefingenieur von der Bahn gesprochen. Der hat nur gesagt, den einzigen Sinn dieses tiefer gelegten Bahnhofs kann er darin erkennen, dass im Sommer die ICEs gekühlt werden können, wenn die Klimaanlagen wieder reihenweise ausfallen. Was ich am schönsten fand, war dann, dass das Einzige, was das vielleicht verhindern kann, der Juchtenkäfer ist. Wo auch Innenminister Recht sich mehr gesorgt hat, ob das Wasser vielleicht ein paar Juchtenkäfer vertrieben hat, weil dann hat er gesagt, oh, da wäre der Bund Naturschutz, da könnten wir Ärger kriegen. So sind die Deutschen. Beim Juchtenkäfer sagen sie, na, da müssen wir aufpassen. Im Osten haben sie mal eine ganze Brücke verschieben müssen wegen so einer kleinen Mini-Fledermaus, damit die nicht an den Brückenpfeiler dotzt. Für Frösche werden Tunnel gebaut, wo sie durchgeleitet werden. Da lacht der Franzose, der steht am Ende vom Tunnel und hält die Fritteuse hin. Aber ansonsten geht's drauf? Nein! Auch die Kanzlerin hat ja mehrmals nochmal betont, warum es sein muss, weil es ein europäisches Großprojekt ist. Das ist ein europäisches Projekt. Und man kann europäisch nicht zusammenarbeiten, wenn man seine Politik danach ausrichtet, wie viele Menschen gerade auf die Straße gehen. Also sagen, hey! Hey, habe ich mir gedacht, da kannst du Mädchen, da kannst du immer von Glück reden, dass dein Politbüro vor 21 Jahren das ein bisschen anders gesehen hat. Sonst. Sonst wärst du uns erspart geblieben. Nein, ich habe ja die Nähe zu Frankfurt. Und wir hatten in Frankfurt, hatten wir vor knapp 20, 15 Jahren genau die gleichen Diskussionen über Frankfurt 21. Und da haben die gesagt, nee, wenn wir eine Anbindung brauchen, dann an den Flughafen, da müssen wir jetzt nicht unseren, wie der verstorbene Kollege Matthias Belz uns beigebracht hat, diesen Bahnhof, zu dem er sowohl Sack- als auch Kopfbahnhof sagen kann, den lassen wir, wie es ist. Das ging ganz vernünftig. Nur wenn du hier Leute wie Grube und Mappo siehst, sage ich, was will man mit Leuten verhandeln, bei denen Kopf und Sack identisch sind? In dem Sinne, ich sage vielen Dank, es war sehr erhebend für mich hier zu sein. Macht weiter so und ich freue mich sehr, dass ich jetzt jemanden ankündigen kann, der mich beim Fernsehen schnöde im Stich gelassen hat. Aber draußen geht's weiter. Georg Schramm!